Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und Sushi Duck Fool. heute geht's um ein Unboxing von diesem Umschlag, Wir haben den es ich. jetzt morgens 8:30 in Deutschland. Berlin kann so hässlich sein. Ja, Wir fangen pure das Video Epic. an. Wir haben nichts zu tun und ja. Wir haben wirklich gar nichts zu tun hier, außer Unboxing-Videos drehen. Das ist bestimmt unser Leben. Ja, wir sind halt Gamer. Ja, ich habe hier eine kleine Sache auf eBay gekauft. Ich glaube, es ist das, was ich denke. Ich schau mal nach und dann können wir euch mehr sagen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und heute mal ohne die Awesome-Schere, weil die hat dafür später noch genug zu tun. Ja, dann würde ich sagen, ich mache es mal auf. Und es geht sogar wunderbar, das ist toll. Und es ist nicht das, was ich dachte. Es ist was ganz anderes, aber das ist auch sehr awesome. Und wenn du reinguckst, was ist denn dein erster Eindruck? Ein altes Xbox-Spiel? Nein. Ein Xbox Ja. 360-Spiel? Oh mein Gott, und dabei hat er nicht mehr eine. Tja. Dass ich keine Xbox 360 habe, ja, das ist kein Grund, dass ich mir keine Xbox 360 Spiele kaufe, weil ich will mir irgendwann sicherlich mal wieder eine holen. Wenn ich eine zu einem guten Preis sehe. Aber ich wusste gar nicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel jetzt schon da ist. Er hat mir gestern gesagt, ich habe es abgeschickt, könnte Montag da sein. Auf einmal ist es gestern angekommen. Hä? Aber okay, gut, egal. Moment, wer sich noch an mein Devil May Cry Co-op Unpacking mit ihm zusammen erinnern kann, der weiß, dass der Kollege hier gesagt hat, PS3 ruled und Xbox 360 stinkt und so weiter. Aber gut, ich wollte es nur Aber ich einwerfen. mag die Xbox doch ein bisschen. Ein In meinem Herzen, bisschen. ein kleines bisschen. Und ich habe gerade auch gesehen, was es für ein Spiel ist. Es ist nicht das Xbox 360-Spiel, was ich mir gekauft habe, was auch noch demnächst unboxed wird, sondern es ist ein Spiel, was mir der liebe Kollege Mr. Chris Wesker, kennst du ihn denn? Nee, leider noch nichts davon gehört. Ja, er hat mir nämlich ein Spiel geschickt, was er meinte, er hat sich das Spiel jetzt auf dem Computer gekauft und braucht die Xbox-Version davon nicht mehr, ob ich sie haben möchte. Und klar, das ist eh ein Spiel, was ich noch haben will, und vergessen wir diese Meldung, da ist egal. Ja, das wollte ich mir eh noch kaufen, wenn ich dann mal eine Xbox habe, aber jetzt habe ich so schon, also schon mal vielen, vielen Dank an dich. Ich kenne dich so ein bisschen von Galvatrons, da sehe ich glaube ich öfter Kommentare, aber ja, es ist auch egal. Ich zeige euch mal, um welches Spiel es geht. Ihr könnt ja Vielleicht mal ist alle es. seinen Kanal auschecken, werde ich mir Ja, mit Sicherheit auch schaut mal mal rauf. tun. Ist ja eh unten verlinkt und so Genau. weiter. Mal gucken, ob es ein Spiel ist, was du auch haben willst. Es ist Gears of War. Okay, ich hasse ihn ab heute. Gears of War Teil 1 in der PEGI-Version. Ja. Welch ein gutes Spiel. Und du bekommst es geschenkt. Da Das sieht ist man mal wieder, einfach wie Glück er hat. herrlich. Ja, Umschlag weg. Wenn ihr jetzt in meiner Situation seid und ihr sitzt in so einer Situation genau neben ihm, dann muss man immer aufpassen, dass man nicht handgreiflich wird. Gut, dass er sich beherrschen kann. Genau. Ja, Gears of War 1. Hatte ich damals schon, hab's auch eine Weile gezockt und fand's sehr gut, aber ich hab's damals nicht durchgespielt. Dann habe ich es allerdings noch mit einem Freund gespielt im Koop und dann habe ich's durchgespielt und ich fand's echt sehr, sehr gut. Das macht richtig Laune. Den zweiten habe ich auch mal gespielt, fand ich auch sehr gut und den dritten noch gar nicht. Aber das kann ich ja vielleicht noch irgendwann nachholen. Ja, worum geht's hier? Man spielt diese Typen, wo Marcus Fenix, einer der Bekannten ist, ich glaube, den spielt man auch, ist der hier vorne drauf. Ja, worum geht's genau? Ich weiß es jetzt gar nicht wegen der Story. Also irgendwie der Planet überall so Monster und die schießen auf dich und du läufst halt durch und ballerst alles ab. So ungefähr hast diese berühmte Kettensäge an deiner Pistole, damit kannst du die Gegner mal so zersägen. Das ist sowieso ganz cool, das mache ich auch ganz gerne, dann sterben die sofort. Ist eigentlich ganz cool, wenn nicht zu viele da sind. Ja, gegeneinander geht es glaube ich nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber es hat einen Online-Multiplayer. Den ich aber nie ausprobiert habe. Aber der richtig gut ist. Dazu kann ich nichts sagen, ich weiß es nicht. Zeigen wir euch auch mal die Rückseite, wenn es nicht so blendet. So. Ja, schauen wir mal rein. Nicht, dass die Disk nicht drin ist, doch sie ist drin. Und sogar noch ein Xbox Live Code, Der der dann aber benutzt ist. anscheinend schon benutzt ist. Und die Rechnung von Play 2000 in Zwickau. Und es hat zwei Discs, Das soweit ich hat das 18 sehe. Euro. Nee, ist nur eine. Achso. Hier haben wir einmal die Anleitung. Vorne Bild, hinten Controller mit Steuerung. Sieht übrigens sehr schön gezeichnet aus und das Booklet an sich ist auch Richtig. sehr cool. Ja, und es ist gar nicht so dünn eigentlich. Es ist in Farbe, es ist relativ fett, es ist In Farbe und bunt. einmal komplett in Deutsch und ja, das passt. Genauso, wie man sich die Anleitung von Dead Space gewünscht hätte. Ja, hier haben wir noch, was ist das? Ein kleiner Werbezettel von Lost Planet.
Wenn ihr ein Unboxing von Lost Planet 2 sehen wollt, guckt auf seinen Kanal. Er hat letztens erst eins gemacht. Gestern, um genau zu sein. Hast du es denn schon gespielt? Leider noch nicht. Ich bin ja direkt, nachdem ich das geunboxt, muss ich zum Sport oder noch zu dir? Alles klar. Ja, und hier noch der Code, der aber schon benutzt ist. Auch nochmal mit einem hübschen Gears of War Bildchen. So, dann packen wir das Ganze hier. Aber nur um das Ganze jetzt in Vergessenheit gerät. Ich hatte ja den ersten Teil gehabt in der normalen Edition. Den fand ich aber überhaupt nicht gut. Hat mir überhaupt nicht gefallen, aber der zweite Teil sollte eben besser sein Er und den redet habe von ich. Lost Planet, nicht von Gears of War. Genau, ich rede von Lost Planet, Verzeihung. Ich werde mir den ersten, denke ich, nochmal in der Collector's Edition holen, weil die richtig geil aussieht. Ja, so ein schönes Steelbook. Was auch so ziemlich der einzige Grund ist und auch noch, warum man sich dieses Spiel überhaupt kaufen sollte. Ich meine, die Meinungen differenzieren sich, ich weiß, ich will Ja, nicht ich verallgemeinern. fand's ganz nett, aber ich fand's auch nicht so toll und irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr drauf, Es wurde irgendwann langweilig halt. aber es war ganz cool. Ja, hier nochmal die Disc mit dem schönen Logo und hat übrigens keine Kratzer. Was mich sehr freut, das ist ja bei Xbox-Spielen immer so eine Sache. Tja, Warum? weil wenn Xbox-Spiele von der 360 ein bisschen Kratzer haben, was manchmal gar nicht so schlimm aussieht, dann funktionieren sie nicht mehr so richtig. So habe ich das immer mal erlebt, aber Also ich niemals. ist auch egal. Ja, auf jeden Fall, das war das Unboxing von Gears of War. Vielen Dank nochmal, Mr. Chris Wesker. Viel zu nett von Daumen dir. hoch für dich. Ja. Dann würde ich sagen, das war wieder dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Wäre awesome. Man weiß es nicht. Ja, genau. Also würde ich sagen, das war's wieder mit Bennemeister und Sushi Duck Full. Wir bis wünschen euch dann. einen schönen Tag und gehen jetzt einkaufen. Bis Genau. dann.